Du musst den Ton einschalten. So, herzlich willkommen zur heutigen Präsentation oder Veranstaltung oder ja, Team-Meeting wie jeden Montag um 20 Uhr, wo wir bestimmte Themen angehen, die allen Beteiligten helfen sollen, das Geschäft einfacher zu machen oder schneller zum Erfolg zu kommen. Für heute haben wir das Thema genommen: Erfolg oder Misserfolg. Die Entscheidung liegt bei dir. Und ich stehe hundertprozentig zu diesem Satz. Nach den 21 Jahren, wo ich im Network Marketing mit vielen Profis zusammenkommen durfte, vielen Leuten, die seit zig Jahren im Network Marketing erfolgreich waren, die sich enorm weiterentwickelt haben, so wie zum Beispiel auch Bob Proctor, der 60 Jahre lang Menschen geholfen hat, anders zu denken, größer zu denken. Der hat gesagt, auf der ganzen Skala von allen Fähigkeiten ist nur eins wichtig, eine Entscheidung. Alles Weitere sind Folgen, die da zum Ziel führen. Der hat gesagt, du kannst einen tollen Plan machen, wenn die Entscheidung nicht gefällt ist, gehst gar nicht los. Du hast einen super Plan vor dir liegen, wie dein Leben ausschauen soll, was du verdienen möchtest, wie dein Leben ausschauen würde mit 100.000 im Monat oder andere Sachen. Aber wenn die Entscheidung nicht gefallen ist, loszugehen, zu lernen, Fehler zu machen, besser zu werden, dann ist der ganze Plan nichts wert. Es gibt ja dieses 7-Punkte-Programm, wo ganz oben steht Entscheidung, dann kommt lang nichts, dann kommen die Fakten, was kann ich nicht, dann kommt irgendwann der Plan. Ja, das steht nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle steht ganz einfach, bin ich bereit, bin ich bereit, bin ich hundertprozentig bereit, zu gehen, aufzustehen, loszugehen und ja, den Pokal heimzubringen sozusagen. Das Schöne ist ja bei uns, dass nicht so wie im Sportbereich nur der erste, schnellste Skifahrer die Abfahrt gewinnt oder nur, ich sage einmal, nur einer den Treffer macht, dass man dann 3 zu 2 gewinnt beim Fußball oder nur einer, der die Super Bowl gewinnt, eine Mannschaft, sondern bei uns darf jeder aufs oberste Stockerl. Darum finde ich diese Sportart Network Marketing so interessant, weil es nicht ein Gegeneinander ist und du musst nicht schneller als der andere sein. Völlig egal, wenn jemand schneller ist. Alle dürfen aufs oberste Treppchen, alle sind Gewinner, alle dürfen Executive sein. Das ist das Spannende. Trotzdem sieht man, manche werden es, manche nicht. Manche haben sogar bessere Voraussetzungen, weil sie mehr Leute kennen, weil sie fit sind, weil sie vielleicht sogar Know-how haben vom Bereich Gesundheit oder so. Trotzdem sind andere, die oft weniger Zeit haben, weniger Möglichkeiten, Mutter mit 3 Kindern, nur eine Stunde am Tag, die sind oft schneller in den Rängen, weil sie Entscheidungen treffen und in einer Stunde mehr machen als andere in 7 Stunden. Auch Gratulation, Monika, noch einmal zu deinem Direktorrang. Die Monika hat auch einen Hauptjob und hat mit der wenigen Zeit und hat einen Partner und hat einen Haushalt und man könnte jetzt 10 Sachen aufzählen, wahrscheinlich genauso wie viele andere. Sie hat auch die Entscheidung getroffen, ich wär's. Und Hut ab vor jedem, der einfach sagt, ich tu's. Und am Weg wirst du so viel lernen und das ist, glaube ich, auch das Wertvolle. Es gibt einen ganz einen tollen Spruch von der Himalaya-Expedition, da ist auch darum gegangen, von Murray, in dem Moment, wo du hundertprozentig die Entscheidung getroffen hast, voranzugehen, werden Dinge passieren, mit denen du nicht gerechnet hast. Du wirst Sachen lernen, du wirst genau die richtigen Leute treffen, die dir weiterhelfen, damit du dein Ziel erreichst. Es muss nur mal der erste Schritt gemacht werden. Und das ist so wichtig. In dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, ich fahre von A nach B, werden Dinge passieren, die einfach hilfreich sind. Ja. Das ist so eine Sache zum Beispiel jetzt auch, was mal passiert ist, am Sonntag hatte ich jemand zu mir eingeladen, habe ich schon lange nicht gesehen, eigentlich lebt er in Mexiko, ist in meinem Team, in meinem mexikanischen Team und er sagt, dort ist derzeit ganz schwierig, gute Jobs zu machen, er ist in der Reisebranche, darum ist er hergekommen. Ich sage, du komm zu mir, sagt er, ich kann nur am Sonntag. Sage, du bist herzlich willkommen, am Sonntag komm her. Wir sind zusammengesessen und ich konnte ihm da so viele Tipps geben. Und im Gegenzug sagt er dann, du hast ja Cabo gewonnen. Sag ich, ja, sagt, das liegt in Mexiko, das kenne ich wie meine Westentasche. Der hat mir gleich Tipps gegeben, wo ich, wie, was, wann. Er hat gesagt, wann kommst du an? Ich habe schon organisiert, wer dich abholt, welches Taxi.
Aber das sind so tolle Sachen dann. Oder er hat gesagt, er kümmert sich um viele Sachen, hat mir Tipps gegeben, wo ich schnorcheln kann, wo ich tauchen kann. Viele dieser, die und ich weiß auch, den kann ich anrufen, wenn ich vor Ort irgendwo ein Problem hätte. Und das ist das Schöne von einer Community, von einer Entscheidung einfach, ich tue was und dann kommen Leute ins Leben, das einfach total wertvoll ist. Ja. Oder wie Leo mit seiner Location oder andere Dinge oder wo wir gemeinsam jetzt diesen Event dann machen in Saalfelden. Das ist ein Team-Event, wo jeder die gleiche Rolle spielt. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Da geht es nicht um Ränge, da geht es um Menschen. Und genau das ist, glaube ich, so wertvoll. Jetzt vorher findet noch was im April auch statt in Tirol. Da macht der Leo gemeinsam was mit ein paar anderen Leuten, die dort sind. Also auch das ist spannend. Aber die Entscheidung dann sagt, wir tun etwas, ne? Wir bringen was voran. Das ist, glaube ich, so wichtig. Das heißt, die Entscheidung natürlich auch, bin ich in Saalfelden dabei oder bin ich nicht dabei. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte ganz weit rauf in diesem Geschäft, ganz viel erreichen, dann ist, glaube ich, auch gut, sich mit den Menschen zu umgeben, wo man Tipps bekommt, wo man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig hilft. Und das ist, glaube ich, so wichtig, wo jeder den anderen anrufen kann und sagen, hallo, du bist ja, weiß ich nicht, in Oberösterreich, du machst dort eine Veranstaltung, kann ich da jemand hinschicken? Oder du bist in Graz und machst dort eine Veranstaltung, ich kann nicht hinkommen, aber es ist in Ordnung. Ich betreue die Person eh selbst nach, aber der war zumindest zuhören dort. Genauso umgekehrt, dass jemand von Tirol anruft und sagt, Gerhard, das ist eine Veranstaltung in Wien, ich hätte da jemanden, könnte die Person dabei sein? Und ich sage, überhaupt kein Problem. Das heißt, gegenseitig einfach füreinander da sein und gemeinsam alle auf Stock aufbringen. Das ist etwas, was in der normalen Wirtschaft sehr selten ist, weil da arbeiten alle am besten sogar noch vielleicht sicheln da auf die Ellbogen, wenn man durchgeht und kämpft einfach um seine Position und tut alles dafür, egal wie viel man lügen oder andere Dinge tun muss, um seine Position zu erhalten und tritt nach unten und schleimt nach oben. Und das ist eben im Network Marketing überhaupt nicht da. Und das ist das Schöne. Da sagt man einfach, komm her, gemeinsam, wer hat welche Erfahrungen? Wir haben da ein paar Produkterfahrungsgruppe. Da würde ich jeden, wenn wir vorher freigekriegt haben, die vielleicht mehr medizinisch war, da kann jeder reinschreiben in dieser Gruppe, wenn irgendjemand da Tipp gibt, da werden wir gar nichts dagegen tun. Aber es kann sein, dass jemand genau in dem Bereich Erfahrung, eine persönliche Erfahrung hat, die man halt einfach in einem ganzen Call nicht einfach kundtun kann. Aber wenn jemand sagt, ja, ich oder meine Tochter hat das und das Problem gehabt, hat das und das geholfen, dann kann es schon nützlich sein. Oder es steht in dem Buch etwas drinnen. Auch das kann nützlich sein. Wir müssen ja oft gar nicht die Antwort geben, wir müssen ja oft nur den Hinweis geben. Das mache ich zum Beispiel ganz, ganz gerne im Geschäft. Wenn jemand die Entscheidung getroffen hat, ich möchte dieses Geschäft durchziehen und ich gebe jedem den Tipp, dieses Buch zu lesen, weil es hat so vielen Leuten im Network Marketing schon geholfen, besser zu werden. Ich gebe auch jedem den Tipp, lad da trotzdem das Hörbuch runter. Wenn es Deutsch kannst, Deutsch, wenn es Englisch kannst, Englisch oder beides. Und ich mache das sogar seit Jahren noch, dass ich es immer wieder beim Radfahren wieder mal anhöre, weil immer wieder was vorkommt, weil man denkt, das war mal gar nicht mehr so präsent. Das habe ich irgendwie gar nicht mehr so beachtet. Und das ist sicherlich genauso ein wichtiger Bestandteil im Geschäftsaufbau. Wenn ich aber jemandem den Tipp gebe und der hat es nach einer Woche nicht gelesen, weiß ich genau, der hat keine Entscheidung getroffen. Wenn jemand das Hörbuch nach 3, 4 Tagen noch immer nicht gehört hat, dann ist er gar nicht gierig drauf, das Know-how zu haben, um sein Geschäft zu entwickeln. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir auch für uns die Entscheidung treffen, die Menschen zu begleiten, die wirklich wollen, die sagen, ich bin bereit. Nicht, die sagen, ich habe einen Kontakt in der Woche gemacht oder ich habe einen Termin in 3 Wochen. Dann sage ich, habe jetzt so einen Fall, da sage ich auch zu der Person, schau, wenn du nichts dazwischen machst, dann helfe ich da bei diesem Termin. Aber wie betreust du diese Person dann nach, wenn du selber nichts kannst? Wenn du dich selber nicht entwickelt hast? Was passiert also in diesen 3 Wochen? Willst du bis dahin so gut werden, dass diese Person sich gern bei dir registriert und weiß, sie ist in guten Händen? Oder hoffst du auf einen Glückstreffer, der dann vielleicht ein bisschen an Umsatz macht oder ein bisschen mehr Umsatz macht. Ich glaube, dass es so wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen, wer möchte ich in diesem Geschäft sein? Und es geht ja immer um dieses Sein, Tun, Haben. Das ist ja so wichtig, weil ich kenne immer wieder Menschen, die sagen, wenn ich Geld habe und wenn es mir gut geht oder wenn ich auf meinem schwachen Ast 10 Leute habe, dann fange ich an, so richtig mit den Leuten zu arbeiten. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, für sich ganz klar zu entscheiden, wer möchte ich innerhalb der nächsten 3 Jahre sein?
will ich, dass die Organisation ist, wo ich mitwirken durfte, wo ich mich einbringen durfte, wo ich Know-how weitergeben durfte. All diese Dinge. Und wenn du die Vorstellung hast, dann ziehst du das an wie ein Magnet. Das lässt sich nicht verhindern. Erfolg ist absolut kein Zufall. Das ist klare Berechnung, nicht von uns, vom Universum. Du musst nur genau wissen, was du machst, und es werden sich Wege finden, dass Leute ins Team kommen, dass das Ganze so passiert, wie es passieren soll. Und überhaupt nie zweifeln. Das ist alles an Wissen vorhanden, das wir brauchen. Es sind da draußen 8, 9 Milliarden Menschen. 9 Milliarden Menschen. Das heißt, wir brauchen kein Futter nicht haben. Irgendwo unten, der hat jetzt jemanden, den habe ich nicht gekriegt oder sonst was. Da draußen sind so viele Menschen. Und wenn ich mir denke, wie viele tausende Menschen alleine nur heute in irgendein Network, nur in Österreich eingestiegen sind, hätte irgendjemand aus eurem Team mit dem gesprochen, dann hättet ihr diese Person vielleicht im Team. Darum ist so wichtig auch die Entscheidung, wie groß soll mein Team sein, damit die Chance besteht, dass das Team exponentiell wächst. Das passiert nicht mit 2, 3 Leuten, das wissen wir. Das braucht einfach eine bestimmte Größe, eine bestimmte Dynamik, die entsteht. Und aus dieser Dynamik geht es dann irgendwann exponentiell. Habt ihr da Fragen dazu oder wer hat Fragen dazu? Nichts. Auch die einzelnen Ränge, wenn wir es mit unserem Geschäft jetzt verknüpfen, ist eine klare Entscheidung. Consultant, 2 Personen. Na, wo kriege ich die her? Na, wo nicht, sage ich immer. Und wenn du ein bisschen mit Leuten in Kontakt gehst und nur fragst, wie würde deine ideale Lebensqualität ausschauen, dann wird dir die Person so viele Gründe aufzählen, wo du sagen kannst, okay, ich habe das Vehikel dorthin. Ich hätte gern meinen Kredit weg, ich hätte gern, weiß nicht, ein neues Auto, ein neues Motorrad, ich würde gerne mal Business Class fliegen, weil ich in der Holzklasse Platzangst kriege oder keine Ahnung, weißt, es kann unterschiedlichste Gründe gehen und das meiste kann man wirklich mit Geld verwirklichen. Geld, ich sage das immer wieder, es wird von mir oft sein, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben, aber es kommt ziemlich bald nach Sauerstoff. Du kannst mit Geld Menschen helfen, du kannst Menschen retten, du kannst jemand Fremden was zu essen kaufen. Die Leute unterschätzen das. Wenn ich kein Geld habe, dann kann ich niemandem helfen. Dann kann ich mich nur bemitleiden lassen oder kann andere bemitleiden, aber ich kann nicht hingreifen. Darum ist es, glaube ich, so wichtig, wirklich eine große Vision zu haben, die über unsere eigenen persönlichen Ziele sogar drüber geht. Also meine klare Vision ist, über dem, was wir da machen, eine Stiftung zu gründen mit meiner Frau, wo wirklich Kindern helfen, die ihre Eltern verloren haben, Menschen zu helfen, die in ganz schwierigen Situationen stecken. Aber da möchte ich nicht nur sagen, dass du dann Tausender aus der Woche drüber kommst. Da möchte ich einfach schauen, dass ich die nächsten Jahre so einer Person auch helfen kann. Da muss ganz ein anderes Volumen an Geld her. Und das ist so spannend. Mit Network Marketing ist das auch einfach. Bob Proctor hat jede Woche irgendwo ein Ausbildungszentrum, eine Schule oder irgendwas gebaut. Und wenn es irgendwo keine Kirchen gegeben hat, dann hat er halt gesagt, ich überweise dort Geld hin, dass eine gebaut wird. Also einfach zu sagen, ich kann das. Die Grundlage dafür ist die Entscheidung, wer möchte ich sein? Innerhalb von 3 Jahren, innerhalb von 5 Jahren, innerhalb von 10 Jahren. Es ist ja alles ein Entwicklungsprozess. Aber wer möchte ich sein? Was möchte ich sein? Was möchte ich als Inhalt meines Lebens haben? Und da geht es nicht unbedingt um Zeit gegen Geld tauschen oder ich muss jetzt das 40, 50 Jahre tun, dann gehe ich mit 75 in Pension. Und dann gehe ich halt nicht mehr zum Unternehmer betteln, dann gehe ich zum Staat betteln und sage, ja, 1.300 Euro kriege ich einen Mietzinszuschuss oder sonstige Dinge. Also, das ist kein Leben. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, wenn wir fühlen, dass wir anderen Menschen Möglichkeiten und Lösungen anbieten können, anders zu leben, dass wir das einfach wahrnehmen und die Entscheidung treffen, viele Menschen ins Boot zu holen und die wirklich so zu unterstützen, ernsthaft zu unterstützen, dass die auch eine Chance haben, sich zu entwickeln. Und Bob Proctor hat immer gesagt, die Entwicklung ist an 2 Dingen, am Rang und am Scheck. Der hat das ganz brutal gesagt. Im Network Marketing ist das ganz einfach, am Rang und am Scheck. Wenn du seit 1,5 Jahren dabei bist und bist noch immer im gleichen Rang, dann hast du keine Entscheidung getroffen, irgendwann in Bewegung zu kommen. Wenn dein Scheck nicht, er muss nicht jede Woche steigen, ja, aber es muss schon so eine Tendenz haben, es kann sogar mal raufgehen, eine Woche runter, überhaupt kein Problem. Aber wenn es zu einem Lineal dann
eine Linie durchziehst, dann soll es in die richtige Richtung schauen. Ne? Dann soll es nicht waagerecht sein oder nach unten schauen, sondern dann soll es auch, wenn das ein bisschen so in Wellenbewegungen geht, dass man, wenn man ein Lineal drauf legt, dass das nach oben geht. Und ihr könnt es ja überprüfen, wie viele Leuten habt ihr letzte Woche geholfen, dass die um ein Cycle mehr verdienen? Wie viele Menschen habt ihr geholfen, dass die überhaupt ins System kommen? Wie viele Leute habt ihr also ins System gebracht? Wie viele Leuten habt ihr geholfen mit Wissen, dass sie sich leichter tun, auch mit den Produkten, aber auch mit dem Geschäft? Wie viel mehr Umsatz ist entstanden? Wo ihr irgendwo mitgewirkt habt. Ihr irgendjemanden Unterstützung gegeben habt, dass die Person sagt, jetzt tun wir mit dem Ganzen leichter. Und als Team kommt man leichter auf den Mount Everest rauf als ganz alleine. Als Team kannst du das Schiff von A nach B leichter navigieren, weil jeder Fähigkeiten mitbringt, als wenn es alleine drauf sitzt. Und das Gleiche ist in jedem Beruf. Du brauchst die Buchhalterin genauso wie den, der sich beim Zerspannen von einem Metall auskennt, wie die Dame, die das dann reinigt, dass die am nächsten Tag wieder ganz rein beginnen können zu arbeiten. Also jeder hat die gleiche Fähigkeit und jeder ist gleich wichtig, meiner Meinung. In einem normalen Unternehmen sind halt die Leute dann sehr unterschiedlich bezahlt für die gleich wichtige Aufgabe möglicherweise. Aber beim Network Marketing, wie gesagt, jeder kann ganz rauf. Weil Emily Wabra, Masseurin, keine Fähigkeiten, schüchtern. Und jetzt hat es 150.000 Leute im Team. Irgendwas hat es richtig gemacht. Aline Bannon, manche kennen es ja. Ich durfte selbst bei ihr in Nizza schon wohnen und wir hatten schon sehr viel Spaß. Letzte Woche 200 Zeckel. Sie hat sich dafür entschieden. Und es ist echt spannend, wie sich Leute entwickeln werden. Und wie wir gesagt haben, es gibt jetzt über 400 Multimillionäre bei Isagenix in Amerika. Und das Gleiche passiert die nächsten 10 Jahre in Europa. Und viele, die heute im Call sind, werden sie denken, eigentlich war ich von Anfang an dabei. Andere verdienen jetzt, weiß nicht. 100.000 oder mehr in der Woche oder im Monat. Und ich habe meine 3 Cycling in der Woche und verdiene 132 Euro. Also es geht nicht um Begabung, es geht nicht unbedingt um Wissen, das kann man sich aneignen, es geht rein um die Entscheidung. Wer hat die Entscheidung getroffen? Ich gehe mal auf den ganzen Bildschirm. Wer hat die Entscheidung getroffen für ein besseres Leben? Ganz klar, hundertprozentig. Wer hat es zu 99% getroffen? Noch nicht ganz sicher. Doch, sehr gut. Find heraus, Karin, wie kannst du das eine Prozent, woran liegt es und wer kann da helfen aus dem Team mit Gesprächen von deiner Upline, dass du auch auf die 100% kommst? Ich glaube, dass die 100% enorm wichtig sind. Ein Wasser kocht nicht bei 99 Grad, es kocht bei 100 Grad. Das eine Grad macht den Unterschied, ob Bohnen weich werden oder nicht. Das eine Prozent macht den Unterschied in, bin ich verlässlich oder nicht. Ich sage oft den Leuten, wenn ich irgendwann einen Call habe, dann Nicole, die eine Call hat, hat eine Zusage gehabt für eine, von einer Person, ja, ich bin im Call, aber sie war nicht drinnen. Wir zwei waren drinnen, die Person war nicht drinnen. Und ich habe da auch der Nicole gesagt, das nächste Mal ruf vor die Person an und sag, aus welchen Gründen würdest du gerne mehr Informationen haben? Telefonier mit der Person und stell nur ein paar Fragen, so wie es die Emily Barbara auch uns gelernt hat in Birmingham oder gesagt hat und wie sie sich auch in manchen Calls schon weitergegeben hat. Die fragt einmal 3, 4, 5 Minuten. Also da geht es nicht darum, also Checks zu erklären, Produkte zu erklären oder sonst was, sondern was müsste es für dich bringen? Wo würdest du gern stehen in einem Jahr? Wo hättest du, in welchem Bereich hättest du gern mehr Lebensqualität? Einfach bestimmte Dinge rauszufinden, wo die Person selbst spürt, da kommt der Puls hoch, da arbeitet was in mir.
Und dann sagen, okay, zu diesem Thema kann ich da jemand vorstellen, aber dann muss da ein Call dabei sein, weil wir wollen von dieser Person nicht die Zeit strapazieren. Kann ich mit dir zu 100% rechnen oder zu 99%? Das ist eine interessante Frage. Fangen die Leute einmal zum Nachdenken an. Wenn ihr jemanden einladet zu einer Präsentation, liebe Lydia, kommst du zu 99% oder zu 100%? Die Person denkt nochmal darüber nach, was du meinst. Oder hinterfragt vielleicht, was meinst du? Sag ich, na, wenn du nur zu 99% kommst, nimm einen anderen Termin, wo du zu 100% kommst. Weil es ist auch für mich nicht gut für meine Energie, wenn ich mit dir rechne und dann bist du nicht da. Oder wenn ich wohin komme und dann kommst du nicht hin. Ich teile mir die Zeit genauso ein. Also würde ich ganz einfach das als gute Gleichberechtigung sehen, wenn wir jetzt ausmachen, bist am Dienstag zu 100% oder zu 99%. Na, wenn nicht, dann nehmen wir halt den Mittwoch oder Donnerstag. Diese Ernsthaftigkeit auch im Gespräch rüberzubringen, sichert euch zu 99,999% eher, dass es ein Partner wird. Weil die Personen checken nicht ab, was das Produkt kann. Und sie können es ja gar nicht oft durch ein Zoom-Meeting oder so. Sie checken uns ab, ob wir es ernst meinen, ob es wert ist, mit uns auf diese Reise zu gehen. Wenn ein schwerer Sturm ist auf irgendeinem Boot, schauen die Matrosen nicht aufs Wasser, sie schauen auf den Captain. Solange der ruhig ist, überhaupt kein Problem. Wenn der unruhig wird, alle Mann über Bord. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese Aufgabe des Captains auch wahrnehmen, zu sagen, wir sind bereit, eine Entscheidung zu treffen, ein großes Team anzuführen. Das heißt nicht, dass ich schon Begabung haben muss, auf einer Bühne zu stehen und schon gar nicht vor vielen Leuten oder irgendwas. Ich weiß das von früher, da bin ich vor zwei Leuten gestanden und habe mich nicht wohl gefühlt. Dann habe ich halt am Wochenende mal ein Seminar mitgemacht, da bin ich gefilmt worden. Ich hätte gern die Aufnahmen jetzt noch von damals. Also ich würde jetzt wahrscheinlich Lachkrampf kriegen, wenn ich mir das anschaue. Aber es war alles eine Entwicklung. Und irgendwann stehst du vor 10 Leuten, vor 15, vor 20 und irgendwann vor 100 und irgendwann vor 1000. Und dann vielleicht sogar in unterschiedlichen Sprachen. Es ist alles eine Entwicklung. Aber beginnen einfach, okay, die Entscheidung, so viel wie möglich aus seinem Leben auch in diesem Bereich mitzunehmen. Das ist ein enormer persönlicher Entwicklungsprozess, der total wertvoll ist. Und jeder kann es. Ich kann ein Beispiel sagen, meine Frau, weil es auch gerade da ist, also es ist Physiotherapeutin, arbeitet mit einer Person irgendwo in einem Raum. Ja? Und irgendwann hat sie gesagt, ich möchte mehr. Und dann war sie in der Stimmfabrik und hat Gesangsausbildung gemacht. Und irgendwann, Jahre später, bin ich unten gesessen im Publikum, weil sie dann in einer Elvis-Band mitgerockt hat, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht die gleiche Frau. Die zweite Liebe als Physiotherapeutin und dann auf der Bühne voll dahingerockt, wo ich mir gedacht habe, jeder Mensch kann so viel mehr aus sich machen, das ist enorm. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Und in jedem von uns steckt deutlich mehr, als er derzeit auslebt. Das Einzige ist wieder das eine Wort, Entscheidung. Entscheide dich für mehr oder entscheide dich für Durchschnitt oder entscheide dich für weniger. Dafür, wofür du dich entscheidest, das wird passieren. Und du sagst, ich lasse den Kugelschreiber zu 99% fallen. Was passiert dann? Das geht nicht. Erst bei 100% fallen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und das heißt ja nicht zu 100%, wenn ich mich für ein Business entscheide, dass ich jetzt 100% der Zeit in dem Business drinnen bin und nichts mehr für die Beziehung mache und nichts mehr für, was nicht, einkaufen oder andere Dinge. Das lässt sich. Wir haben alle mehrere Hüte auf, das möchte ich ganz klar sagen dabei. Entscheidung heißt ja, in mehreren Bereichen 100% zu gehen. In der Beziehung, für die Kinder, fürs Business. Vielleicht auch, wenn ich dann die 2 Stunden am Radl sitze, da gebe ich auch meine 100%. Man kann ja in vielen Bereichen 100% gehen. Und auch, wenn ich mich dann erhole, warum nicht alles abschalten für eine Stunde und sagen so, ich mache meine Atemübungen und zu 100% denke ich an gar nichts. Es muss ja nicht immer nur Antrieb sein, es kann ja auch Erholung sein. Aber ich glaube, das so wichtig ist in diesen Parametern, wo wir uns entscheiden, nicht immer nur so halbherzig alles zu machen, sondern zu sagen, okay, und jetzt gebe ich alles für die Stunde, wo ich also Challenges mache.
Und was erwarte ich mir in dieser Stunde, damit ich auch zufrieden bin mit dem Ergebnis? Das heißt nicht, dass das drei Partner sein müssen in der Stunde. Es können fünf Neins sein. Aber dann auch, was habe ich gelernt in dieser Stunde? Wo habe ich mich weiterentwickelt? Welche Antworten habe ich nicht geben können? Was sollte ich noch hinterfragen? Jedes Zettel ist etwas, was ich nicht konnte oder nicht genügend für mich konnte. Das sind nicht Zettel, wo das nächste Kapitel ist, sondern das war damals das erste Mal, wie ich das Buch gelesen habe, wo ich mal reingeklebt habe, da bin ich nicht gut genug. Und trotzdem haben Leute damals ja gesagt, weil sie gesagt haben, wenn der das nicht kann, kann ich mitmachen. Ja. So gut wie der Gerhard bin ich ja. Also nicht einmal das ist negativ, ja. Habe mal bei einer Präsentation, auch da wieder, ja, da kann ich kurz dazwischen erzählen. Bei einer Präsentation jemand mitgehabt, der, den schätze ich total als Unternehmer. Ja. Und jemand auf der Bühne, und ich habe nicht gewusst, wie gut, wie schlecht ist, der hat die Präsentation gemacht, der neben mir ist versunken, dass er überhaupt in dem Raum ist. Der wollte nicht einmal mit dem irgendwie, mit dem Ganzen zu tun haben, was da passiert. Und jemand dachte, was ist da heute los gewesen? Ne? Und ich habe dann am Schluss nichts gesagt nach der Präsentation, weil man dachte, egal was ich sage, das kann nicht helfen. Das kann nichts retten mehr heute. Ne? Und der sitzt dann ganz ruhig da und sagt, Gerd, eine Frage. Verdient der da oben Geld? Und ich habe gesagt, nicht viel, aber verdient der irgendwie nur 10 Euro? Sag ich, nur 10 Euro kriegt er sicher raus, sagt er. Registriere mich. Seitdem weiß ich, auch die schlechteste Präsentation kann Leute bewegen zu sagen, okay, das kann ich. Und auch die Person auf der Bühne hat sich weiterentwickelt. Dann ist überhaupt kein Thema. Auch solche immer besser werden. Aber triff die Entscheidung und stell dir mal auf die Bühne, wenn du noch nicht so gut bist. Das ist mutig. Auch das habe ich meinem Gast dann im Endeffekt dann gesagt. Eigentlich gibt es Leute, die es besser könnten, die sie nicht rausstellen brauchen. Und die Person ist grottenschlecht, aber stellt sie raus. Und wir sind irgendwann vielleicht ein Superstar. Oder wahrscheinlich. Wer hat Fragen zu dem Thema Entscheidung? Wer hat Ängste auch für eine Entscheidung? Oder wer kann sich nicht vorstellen, große Ziele zu erreichen? Wer hat Fragen dazu? Niemand. Alles klar, allen klar. Alle am Weg. Aber vielleicht wird euch das heutige Webinar einfach helfen, mal darüber nachzudenken. Was hat Bob Proctor gesagt? Zwei Kriterien, was unserem Team zeigen, dass wir am richtigen Weg sind. Auch als Führungskraft sind wir da immer wieder gefordert. Auch ich fordere mich persönlich immer wieder, dass ich 40, 50 Lead-in-Action-Punkte mache. Das heißt, bestimmte Anzahl von Menschen ins Team bringe, schaue, dass jemand neue Ränge erreicht, dass ich in den Pools drinnen bin, Lifestyle-Bonus, einfach um den Leuten zu zeigen, es ist möglich, das jedes Monat zu machen. Und manchmal wird es am Ende, wenn ich mich lang, ein, zwei, drei Wochen nicht so darauf konzentriert habe, wird die letzte Woche manchmal sogar eng, wo ich wirklich dann die extra Meile gehe. Aber ihr wisst es, durch Training wächst auch der Muskel. Und das Gleiche dann da, wo ich dann sage, aber trotzdem, wichtig ist nur, dass ich über die Ziellinie komme. Nehmt euch auch Zwischenziele vor, wo ihr sagt, das mache ich. Und ihr müsst es nicht alleine machen. Monika, du kannst vielleicht kurz erzählen, deinen Direktor, der letzte Consultant, wie ist er entstanden? Der letzte Consultant, das war ja mit den vier Parfümerien. Ne? Ja, das war echt spannend irgendwie, weil ich wollte sie eigentlich einmal als Kundin gewinnen. Ne? Weil ich dachte, das schaut nicht so gut aus. Aber dann habe ich gemerkt, dann habe ich über die Pension gesprochen. Ne? Und dann hat sie schon so aufgehorcht und dann habe ich gewusst, so und jetzt habe ich sie. Also dann bin ich eingestiegen und dann habe ich gesagt, du könntest auch ein Business machen draus. Nicht nur in deinem Geschäft, sondern auch durch alle anderen.
Und dann hat sie gesagt, das klingt interessant. Und dann ist sie mit 4 Geschäften eingestiegen und sie selbst auch noch. Also das waren dann 5. Und natürlich ist es jetzt so, ne, dass, so wie du sagst, du musst dich entscheiden. Ja, du musst eine Entscheidung treffen. Das reicht ja nicht, dass ich sie jetzt eingeschrieben habe, sondern ich würde das ja auch einen mega Umsatz machen. Ne? Das bedarf natürlich, dass sie jetzt einmal in alle Geschäfte nach Niederösterreich fahre, mit ihr jetzt, übermorgen, die mich alle kennenlernen, ihnen erkläre, alles, was es über Kollagen gibt und dann noch extra 2 Stunden dann dort stehe und die Kunden verkosten, also das Kollagen verkosten können und so mehr das Geschäft antreibe. Ich meine, das bedarf natürlich schon einer Betreuung, ja. Aber es kommt ja alles wieder zurück, ne? Du zeigst ihnen, du bist Teil des Teams. Und ich finde es so toll. Und du wirst sehen, in den 2 Stunden, wo du überall bist, werden die Angestellten fragen, nicht nur das Kollagen, also wie funktioniert das? Aber kann man mitverdienen? Da werden so viele Gespräche kommen. Das Gleiche, ich weiß nicht, ist der Werner Weißband da? Ich glaube jetzt gerade nicht. Aber mit denen habe ich am Freitag zum Beispiel bei einem Partner von ihm, die Fixbox, die hat sich registriert. Die haben jede 15 Minuten jemanden zum Probetraining eingeladen. Es kommt dann, oder Dr. Fierler hin, macht sogar noch einen Vortrag. Also auch da helfen alle mit. Und ich komme dann hin, mache einen Business-Vortrag, dass auch die, die hinkommen, nicht nur die Produkte kennenlernen, sondern auch das Geschäft. Und als komplettes Team treten wir auf. Ja, weil es ja auch wichtig ist, wenn ich jetzt jemanden ins Boot hole, dass sie sich auch aufgefangen fühlen. Ne? Genau. So wie ich mich aufgefangen fühle, ja, in unserer Gruppe. Ja. Und das ist wichtig, ja. Und nicht, dass man jemanden einschreibt und dann sagt, okay, kümmere dich selbst. Ne? Ich kümmere mich auch um alle anderen, die nicht in meinem Team sind, weil es einfach wichtig ist, dass alle weiterkommen, nicht nur ich. Genau, um das geht's. Und wir haben ja viele im Team, die das auch machen. Man sieht es ja auch in den Produktgruppen, wie viel sich da gegenseitig helfen, wenn da irgendetwas gefragt wird. Und auch wenn einer... Das zählt einmal, fragt über welche Produkte gibt es zum Abnehmen, gibt es trotzdem viele, die Geduld haben und noch einmal reinschreiben, weil auch das hat einen Wiederholungseffekt. Dann wird sie vielleicht alle denken, so, es ist dreimal da irgendein PDF reingestellt worden, eigentlich habe ich es nie aufgemacht, jetzt schaue ich mir es selbst einmal an. Das heißt, auch das animiert irgendwann mal, dass man was dazulernt, vielleicht auch in anderen Bereichen und sich entwickelt. Aber es ist wie eine Bibliothek, es ist halt dann alles vorhanden. Ich glaube, das, was einfach rüberbringen soll, Entscheidung heißt, ich bringe nicht nur mich, sondern auch andere Leute mit ans Ziel. Wenn du anderen Leuten, Menschen hilfst, dass die ihre Ziele realisieren, wird deins automatisch realisieren. Wenn du 10 Leuten hilfst, dass die 1.000 Euro verdienen, verdienst du 10.000 Euro im Monat. Nur wenn du 10 Leuten geholfen hast, dann 1.000 dazu verdienen, was ja kein Vermögen ist, aber was natürlich schon nebenbei vielleicht ganz schön wäre für viele Menschen. Aber stell dir vor, du hilfst 10 Leuten, dass die 3.000 verdienen, dann verdienst du 30.000 im Monat. Weil einfach der Umsatz ja kumuliert wird auf deinem Essen und ausbezahlt wird. Also es ist total schön, in diesem Geschäftsmodell eine Entscheidung zu treffen, wie vielen Menschen helfe ich, dass die erfolgreich werden. Und du siehst es aber auch, wenn du genug Menschen geholfen hast, erfolgreich zu werden, dann kannst du ja nur Executive werden. Wenn du 10 Leuten geholfen hast, dass die unter Anführungszeichen nur Consultant sind, bist du Executive, wenn es links und rechts häufig gleichmäßig verteilt sind. Ja? Bei 6 Leuten, die Consultant sind, bist Direktor. Das heißt, man kann sogar so sagen, wenn du nicht genug Menschen hilfst, wächst du nicht in den Rängen. Wenn du nur auf dich schaust, wird kein Rang rausschauen. Darf ich dazu was sagen? Das habe nämlich genau ich gemacht. Ja? Also nachdem ich mich ja im Network Marketing überhaupt nicht ausgekannt habe, habe ich nur geschaut, so Umsatz, Umsatz, ja, einen Kunden noch einen anderen oder Partner gebracht, aber ich habe nicht geschaut, was aus den anderen wird. Und jetzt, wie ich es endlich begriffen habe, mir ist egal, wie viel Cycling das ich habe, sondern ich schaue, dass unten was passiert. Ich schaue in mein Team rein. Haben die richtig gesetzt, damit ich ihnen weiterhelfen kann? Alles andere kommt ja dann eh von selbst. Ja? Man braucht ja nicht, wie gesagt, einen Stress kriegen. Ne? Und noch viel mehr. Ne? Gibt es hier Leute, die gerne Strategiespiele spielen? So irgendwelche Brettspiele oder andere Dinge? Ja. Ja, doch eine ganze Menge. Das ist Reality Show. Wir können
helfen, wir können setzen, so wie es die Monika gesagt hat, wir können helfen, wo passiert da noch was und da noch was und in welcher Stadt ist da noch wer dazukommt und in Spanien ist da noch zwei Leute jetzt dazukommen und die ist auch schon wieder Consultant kommen. Ich liebe es. Ich liebe es total, weil es ist so live und gleichzeitig haben wir dafür bezahlt. Also es ist eigentlich schön. Ne? Das heißt, man kann Menschen entwickeln, man kann sich selbst entwickeln und man kann sein Business entwickeln. Aber setzt sich immer wieder auch bei der Entscheidung Zwischenziele, ist auch eine Entscheidung. Die Woche mache ich das und das. Ich meine, man kann die Martina fragen. Martina, wie ich damals mit Network Marketing noch nichts verdient habe, was habe ich gesagt, wenn ich täglich unterwegs war? Du kommst erst heim, wenn du mindestens 100 Euro Umsatz gemacht hast. Vorher kommst du nicht heim. Genau. Bin rausgegangen. Und egal wie spät es war, ja, bin ich irgendwo noch reingekupft und habe irgendjemand erzählt oder mir eine Chance gegeben, dass jemand ins Geschäft einsteigt und ich über den Erstbestellungsbonus ein Geld verdiene oder jemand Produkte verkauft im Kofferraum. Haben wir da ich wusste, ich möchte zu 100% dieses Geschäft aufbauen. Aber ich hatte ja im Konzern super verdient. Aber es war die Entscheidung mit diesem Geschäft, was ganz was Großes aufzubauen. Ja? Und ich glaube, um das geht es. Und ich hatte keinen Druck. Ich war vielleicht manchmal auch müde, so wie die Monika oder die Maya, die jetzt am letzten Schlag auch noch dann Direktor geworden ist letzte Woche. Ja? Die hat mich dann angerufen am Samstag, glaube ich, am Sonntag gesagt, ich bin wirklich erledigt. Und ich sage, du hast echt was geleistet die Woche, du hast echt was weitergekriegt und du weißt, dass du viel gegeben hast und das merkst jetzt, weil du erledigt bist. Jetzt genieße es einfach und sie sagt, ja, und dann geh weiter auf Executive. Also das ist ganz spannend, die Aussage. Ja? Also du merkst das eh dann, hast du das Richtige investiert auch, damit das Richtige rauskommen kann. Ich meine, schau dir die Skifahrer an, wenn sie nach der Streife runtergefahren sind, sind alle erledigt, aber auch glücklich. Erledigt und glücklich zugleich. Setzt euch Wochenziele, nehmt sich jemand an die Hand, der euch hilft, eure Entscheidung zu hinterfragen. Am besten irgend so ein Buddy. Ich mache mit einigen Leuten wirklich, habe ich derzeit jeden Tag 4, 5, 6 Leute, mit denen ich eine halbe Stunde nur bespreche, was ist letzte Woche passiert, was hast du diese Woche für Ziele und auch für nächste Woche das Ziel. Aber das Wichtigste ist für mich, die aktuelle Woche, aber auch die letzte Woche zu reflektieren. Josi, wir haben das jeden Montag um 8.30 Uhr und ich habe es mit einigen anderen Leuten auch. Mit der Simone habe ich es immer am Montag um 19 Uhr und. Also ich habe etliche Leute, wo ich einfach diese halbe Stunde. Wenn ihr schon Führungskraft seid, ich weiß auch, dass das der Josi mit seinen Leuten macht, ich glaube auch, der Leo macht das mit seinen Leuten, der Thilo glaube ich auch. Es ist so wichtig, gebt euren Leuten eine halbe Stunde ein Schurfix, so wie es halt Unternehmer auch machen. So wie es mit einem Unternehmensberater vielleicht dich einmal in der Woche zusammensetzt, wenn du eine Neugründung hast, macht's das. Wenn ihr neu seid, geht's auf euren Upline zu, auf euren Sponsor zu und sagt, ich hätte gerne eine halbe Stunde in der Woche fixen Termin, immer Mittwoch, weiß nicht, um 17 Uhr oder um 19 Uhr oder um 8 Uhr in der Früh oder um 7 Uhr in der Früh, völlig egal. Fix, wo ihr besprecht, was ist letzte Woche nicht so gut gelaufen, was hätte man besser machen können, vielleicht auch Sachen hinterfragen. Was habe ich diese Woche vor? Ganz, ganz wichtig. Euer ganz klares Ziel und die Entscheidung auch zu manifestieren mit einer Person, wo ihr etwas kundtut. Es ist immer viel stärker, wenn man sagt, ich tue es und wenn man das offen ausspricht, weil dann hat man sich klarer entschieden, als wenn man sagt, na, ich schreibe es einmal auf und so wie die Zielkarten, manche zeigen es nicht her. Dann zeig's her, trau dich herzeigen, was da umsteht. Weil wenn du das nicht herzeigst, hat das vielleicht auch den Grund, dass du das wegschmeißt und ein neues Ziel draufschreibst oder ein neues Datum draufschreibst oder irgendetwas. Ja? 10 Kilo abnehmen, naja, habe ich mir eh vorgenommen, 2012. Aber bis jetzt, 2022, ist es halt noch immer nicht passiert, ne, weil ich es im Aussicht schon habe. Hättest du es committed und jemand gesagt, jede Woche innerhalb einer Minute so und so viel Kilo habe ich jetzt auf der Waage, dann wird es anders ausschauen. Und das Gleiche ist bei unserem Business. Wenn du dich committest, kommen die Ergebnisse zu einer Garantie. Ja, jetzt habe ich aber schon wieder viel geredet. Hat jemand Fragen?
Hat irgendjemand heute irgendetwas geholfen von dem, was ich gesagt habe? Kurzes Handzeichen. Gebt mal kurz einen Tipp. Jeder kurz freischalten und nur einen Satz, den ihr heute mitgenommen habt. Das wird helfen. Committen. Jemand anderen die Hand reichen. Sich zu entscheiden. Mit 99 Grad werden die Bohnen nicht weich, beziehungsweise setzt sich die Lokomotive nicht in Bewegung, aber mit 100 Grad geht's los. Man ja, kann auch nicht 99% schwanger sein. Ja. 100%. Ist 100. Dann natürlich auch ganz wichtig, ne? Dass man nicht startet und sagt, so Executive sofort und nicht wissen, wie komme ich dorthin überhaupt. Ne? Also ich brauche Zwischensteps. Ne? Weil ich am Anfang nicht verstanden, Entschuldigung, warum du immer noch bis zu einem gewissen Grad ja, uns die Dinge erklärt hast. Man, jetzt verstehe ich es natürlich, ne? Weil es ist ja auch nicht wichtig. Man macht einmal den ersten Schritt, ja, und dann besprechen wir den nächsten Schritt. Und das ist wichtig, ja. Und nicht, kommen wir sowieso dorthin, ne? Alle. Wann dauert es länger, wann dann kürzer. Aber im Grunde genommen braucht man nicht so ungeduldig sein. Ne? Also siehst du, ich habe auch schon gelernt, ne? Jetzt geduldig zu sein. Danke, Monika. Meine größte Erkenntnis aus dem Meeting. Welche? Die Monika jetzt gesagt hat. Weil insofern waren sie 100%, weil die Caro und ich haben beschlossen, am ersten Tag, wir wären Executives. Aber es muss halt der erste Schritt einmal sein, wobei ich halt ganz brav Gespräche führe, aber irgendwie sichtlich noch nicht so stark bin, dass die Leute sagen, ja, schreib mich sofort ein. Sondern alle sagen mal, probier es einmal aus, weil ich bin begeistert von den Produkten. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht muss ich eine Spur konsequenter sein, das weiß ich jetzt nicht, ja. Okay, ja. Aber die Entscheidung wird sich auch verändern. Dann passieren andere Dinge. Wer noch? Vera, du wolltest was sagen, glaube ich. Ja, ich habe schon drei Leute unterbrochen, Entschuldigung. Nein, also was bei mir hängen geblieben ist, auf alle Fälle ist, was du gesagt hast, Erfolg ist kein Zufall. Es ist die Entscheidung, die man trifft. Das ist hängen geblieben, ja. Definitiv. Super. Man muss nicht perfekt präsentieren können, um etwas tun zu können, so wie du das erzählt hast von dem einen, der eigentlich grottenschlecht war und trotzdem Geld verdient. Man muss es tun und dadurch wird man besser. Danke, Markus. Ja. Und dass jede kann und jede, wenn jede das Zeug dafür hat, wenn man die Entscheidung getroffen hat, weltweit drauf zu kommen. Vollkommen richtig. Auch wenn man mehr Unterstützung braucht, jeder kann da auf die Mauer aufgehoben werden. Der Plan ist nicht so wichtig wie die Entscheidung, die zuerst getroffen werden muss. Genau. Ja, ich sage danke für eure Inputs und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst das vielleicht noch setzen, trefft eine Entscheidung, schreibt euch vielleicht auf, was ist eigentlich mein Wochenziel. Wenn ich mich entschieden habe, muss ich ja wissen, wo ich hingehe heute noch oder diese Woche. Und wer Unterstützung braucht, kommt auf uns zu. Wir sind ein traumhaftes Team und wir können alle zusammenhalten, dass jeder seine Ziele erreicht. Alles Gute, schönen Abend. Entschuldige, darf ich noch ganz kurz was fragen? Ja. Ist diese Woche am Donnerstag noch ein Online-Meeting? Das machen wir immer. Wir machen jede Woche am Donnerstag um 19 Uhr die Geschäftspräsentation online. Ja. Und irgendjemand aus dem Team wird Zeit haben. Auch wenn wir dann in Graz die Präsentation haben, dann wird halt der Josie, Markus, Viktoria, irgendjemand wird halt dann vortragen. Wir haben so viele Führungskräfte, ich mache mir da keine Sorgen. Irgendjemand wird sich freiwillig melden. Okay, super, danke. Alles Gute. Ciao.